Hallo Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen hier bei Pumpkin Bricks. Ich bin Sascha, aka Pumpkinhead, und es ist mal wieder Zeit für Hefte. Genau. Ja, und wir haben nicht gerade weniger. Also hier habe ich allein jetzt schon 4, 5, Nummer 6. 6 Hefte und 4 hatten und 2 hatten wir schon, sind wir schon bei 8 plus die beiden dicken Packs. Also, wir stehen gut im Futter, muss ich mal sagen. Und wir fangen am besten mit dem hier an. Ach, wieso mit Miles? Wir machen mit dem hier weiter. Wir fangen mit dem City-Heft an. Zum einen ist das hier noch Plastik. Papier. Sehr schön. Tun wir die 5 weg. Ja, City ist bei mir immer erste Wahl. Hat jetzt nichts damit zu tun. City? Nee, das hat andere Gründe. Bleib liegen. Meine Güte. So, dann machen wir erstmal das Päckchen ab, bevor wir uns mal eben den Comic angucken. Ja, und wir haben wirklich viele, viele gute Sets, viele gute Hefte. Auch zuletzt noch ein paar Sets gekauft. Ja, und da kommt jetzt demnächst noch ein paar. Also uns geht's gut im Moment. Ne, da das hier natürlich der Comic ist, sind hier keine Rätsel drin. Das als Figur, okay. Bin ich dabei, macht bestimmt Laune. Also hier soll ja jetzt ein Hai und ein Taucher drin sein. Ja, gucken wir mal eben, wo die Mitte ist. Den haben wir, ne? Nicht vergessen, den haben wir. Cool, können wir direkt kombinieren. Hier wird dann angegeben, wenn man jetzt zusammenbaut, ist ja auch so schwer. Wo ist denn die Mitte? Kein Poster drin, schade. Okay, dann machen wir aber hier jetzt 12 Teile ab in Rebrickable. Nicht vergessen. Ne? Nicht vergessen. So, ab in Rebrickable. Wo haben wir denn hier die Nummer? Ach, da ist noch ein Stein drin. Ups, da geblieben. So. Wo ist denn hier die Nummer? Da ist die Nummer, die Itemnummer. Direkt hier unter der Flosse. So, das ist die Kamera. Das sind jetzt die Flossen. Ja, die ersten Haie, die wir damals in Lego hatten, ich bin ja schon ein paar Jahre alt, ne? Ich bin ja schon der alte Onkel, ne? So, die ersten Haie, die ich damals hatte, die waren aus der Piratenwelt. Sahen natürlich auch nicht so cool aus, die hatten einfach nur 2 runde Augen. Konnten aber dasselbe. Mund auf, Mund zu. Ja, so, fertig. Und wir sind schon fast durch, also wir gucken uns jetzt noch den Rest vom Heft an. Ja. Natürlich Comic. Ja, ich glaube, hier ist noch was zum Ausmalen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und damit sind wir mit dem Heft schon fertig. Ich meine, was soll man hier auch lange rumlamentieren? Ich meine, das ist ein Taucher, ja. Hier gibt nicht viel rumzulamentieren. Hier ein Taucher mit Hai. Ja, kann man immer gebrauchen. So, Messer bleibt da liegen. Ja, so, damit sind wir schon am Ende. Ist das normal, dass die Flossen schwarz sind, wenn die vor den Grün angezeigt sind? Also, ja, den, das Teil hier finde ich gut. Die Kamera ist schon älter. Nur in den Grünen habe ich noch nicht gesehen, aber das Teil hier finde ich gut. Ne, von hier vorne, von dem Taucherhelm. Ansonsten ist hier nichts Ungewöhnliches drin.
Von daher. Ne, die Hefte sind sowieso immer eine gute Ergänzung zu City. Ja, wer sowieso schon so ein Strandgebiet hat in seiner City, kann es mit dem Taucher noch aufwerten. Ja, für sowas sind diese Hefte eigentlich genial. Und ja, damit sind wir am Ende. Dann sage ich mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Pumpkinhead. Bis dann und bleibt frisch. Bye.